zog mit 365 Kilogramm an ihm vorbei, ehe er dann an 377,5 Kilogramm scheiterte. Im Interview erzählt er hier auf der Bühne von seinem Projekt, wo er mit anderen Powerliftern durch das Land fährt und Jugendlichen eine christliche und gesunde Lebensweise näher bringen will. Zweifel erhaben, steigerte sich Brad Gillingham von 357,5 auf 375 Kilogramm und schließlich auf die hier gezeigten 392,5 Kilogramm. Der zweifache Weltmeister und mehrfache Vize-Weltmeister lieferte zur Freude des Publikums eine packende Vorstellung ab und galt zu Recht als einer der Höhepunkte dieser Veranstaltung.